Ich bin Fernando Pessoa. Ich bin irgendwer. Ich bin Buchhalter. Ich bin Hilfsbuchhalter. Ich bin nichts. Ich werde nie etwas sein. Ich kann nicht einmal etwas sein wollen. Ich bin niemand. Niemand. Absolut niemand. Abgesehen davon trage ich in mir alle Träume der Welt. Ich bin imstande, wie das Universum plural zu sein. Je mehr ich fühle, je mehr ich wie mehrere fühle, umso besser fühle ich mich. Ach, dass ich nicht alle Menschen und überall bin. Der größte Künstler wird derjenige sein, der sich am wenigsten erklärt und der in den meisten Stilen mit den meisten Widersprüchen und Ungereimtheiten schreibt. Kein Künstler darf nur eine Persönlichkeit haben, er wird mehrere haben müssen. Ich will alles verstehen, alles wissen, alles sagen, alles vollenden, alles genießen. Ich will alles sein. Ich bin Alvaro de Campos. Ich bin ein Mann des Südens. Ich wurde in Tavira an der Algarve geboren. Und zwar am 15. Oktober 1890 um 1.30 Uhr nachmittags. Mit 18 Jahren wurde ich von meinen Eltern nach Schottland geschickt. Ich wurde in Glasgow zum Schiffsingenieur ausgebildet. Ich bin Schiffsingenieur. Ich bin Futurist. Ich bin Dadaist. Ich bin Kubist. Ich bin Surrealist. Ich bin Avantgardist. Ich bin Sensationist. Ich bin Intersensationist. Ich habe alle Avantgarde-Strömungen des 20. Jahrhunderts erfunden. Ich bin der größte Rhythmiker aller Zeiten. Das ganze Leben auf See. Alles im Leben auf See. Ach, die Linien entlegener Küsten vom Horizont abgeplattet. Ach, die Kaps, die Inseln, die sandigen Strände. Mehr Einsamkeit wie bestimmte Augenblicke im Pazifik. Die menschengemäßere, übersäte Ausdehnung des Atlantik. Der Indische. Der geheimnisreichste der Ozeane. Alle Meere, alle Meerengen, alle Buchten und Golfe. Schiffe, die in die Rede einfahren. Schiffe, die aus den Häfen auslaufen. Schiffe, die in der Ferne vorüberziehen. Masten, Kiele, Segel, Takel und Steuerräder. Dampferschornsteine, Schrauben, Mastkörbe, Luken, Kessel, Schotten, Generatoren. Oh, Eisen und Stahl und Weltkraften. Okays und Häfen und Züge und Kräne und Schlepper. Hinweg von hier. Durch Wogen, durch Gefahr, übers Meer. Hinweg zur Ferne. Fort zum Draußen. Fort zur abstrakten Entfernung. Hinweg, hinweg, hinweg. Sofort. Wohin auch immer. Auf. Ahoi. Ahoi. Ahoi! 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 Ahoi, Matrosen! Männer vom Ausguck! Ahoi!
Kanonenanführer. Ahoi, ihr Segelreffer. Heizer. Bordstuarts. Männer an Steuer und Masten. Männer, die in hohen Kajüten schlafen. Männer, die schlafen, während Gefahr durch die Pullaugen spät. Männer, die auf den Tod als Kopfkissen schlafen. Männer, die Lasten in den Laderaum schleppen. Männer, die Tower an Deck aufrollen. Männer, die das Metall der Luken putzen. Männer am Steuer. Männer auf Masten. Männer in der Maschine. Männer, Männer, Männer. Männer mit Schiebermützen. Männer in Trikots. Männer mit in die Brust gestickten Ankern und gekreuzten Fahnen. Männer mit Tätowierungen. Männer mit Tabakspfeifen, Männer von der Reling. Männer tiefbraun von so viel Sonne. Gegerbt von so viel Regen. Kühngesichtig von so vielen Winden, die ihnen Haar zusetzen. Männer, 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 Männer. Männer, die Patagonien sahen. Männer, die durch Australien kamen. Die ihre Augen mit Küsten sättigten, die ich nie sehen werde. Die an Land gingen in Gegenden, die ich nie betreten werde. Die plumpe Gegenstände einhandelten in Siedlungen an Küstenwäldern. Männer, die Wegmarken aufstellten, die den Caps Namen gaben. Die zum ersten Mal mit schwarzen Handel trieben. Die zuerst Sklaven aus neuen Ländern verkauften. Die verstörten Negerinnen den ersten europäischen Orgasmus brachten. Männer, die stille afrikanische Ortschaften plünderten. Mit Kanonenlärm jene Rassen in die Flucht jagten. Raubten, töteten, folterten. Ahoi! Euch allen in einem, euch allen in euch allen wie einen, euch alle vermischt, verschlungen, euch blutriefend, heftig, verhasst, gefürchtet, geheiligt, grüße ich, grüße ich, grüße ich! Will mit euch ziehen, mit euch allen zur gleichen Zeit. Überall hin, wo ihr hinfahrt. Aufs Meer, aufs Meer, aufs Meer. Rein auf das Meer, den Wind, die Wellen mein Leben setzen. Piraten, Piraten, Piraten. Piraten, liebt mich und hasst mich. Vermischt mich mit euch, Piraten. Oh!
Also der Campus ist ein Schreihals. Alvaro de Campos schreibt Primatenlyrik. Ich bin nicht Alvaro de Campos. Alvaro de Campos ist homosexuell. Ophelia. Meine liebe Ophelia. Ophelinia. Mein Liebchen. Mein Engel. Mein Schätzchen. Mein Mädelchen, mein Weibchen, meine Raubkatze, meine Schwefelsäure, meine Braut, meine zukünftige Braut. Ich will kein Futurist sein. Ich bin kein Dadaist, kein Kubist. Ich will kein Schiffsingenieur sein. Ich möchte viel lieber ein Schäfer sein. Ich bin Alberto. Suarez. Nein. Vicente Guedes. Ich bin Alberto Cairo. Ich lebe auf dem Land, in einem kleinen Dorf im Ribatejo. Ich habe nur die Volksschule besucht. Auf dem Land entstanden auch meine gesamten Werke, angefangen von den kurzen Gedichten O Guardador de Rebaños bis zu dem Tagebuch O Pastor Amoroso. Fernando Pessoa hat meine Gedichte veröffentlicht. Fernando Pessoa betrachtet mich als seinen Meister. Ich war nie traurig. Ich bin immer zufrieden. Ich habe ein weiß gekalktes Haus. Ich bin immer glücklich. Allesamt Sinnesempfindungen. Ich denke mit Augen und Ohren und Händen und Füßen und Nase und Mund. Ich lege mich ins Gras, um zu ruhen. Ich halte die Augen geschlossen. Ich weiß die Wahrheit und empfinde Glück. Ich glaube an die Welt, weil ich sie sehe, aber ich denke nicht über sie nach. Denn denken heißt nicht verstehen. Die Welt wird nicht geschaffen, damit wir über sie nachdenken sollten, sondern damit wir sie anschauen und mit ihr einig sind. Denken heißt augenkrank sein. Denken ist lästig, wie ein Gang durch den Regen. Ich weiß nicht, was ich denke. Und ich will es auch nicht wissen. Gesegnet sei ich für alles, was ich nicht weiß. Meine Seele ist einfach und denkt nicht. Was denkt meine Mauer von meinem Schatten? Was denkt wohl dieses von jenem? Nichts denkt nichts. Ohne zu denken besitze ich Himmel und Erde. Ich versuche, was ich gelernt habe, abzulegen. Ich versuche, das Denken zu verlernen. Was wir wahrnehmen von den Dingen, sind nur die Dinge. Warum sollten wir ein Ding sehen, wenn dahinter noch etwas anderes vorhanden wäre? Der einzige tiefere Sinn der Dinge liegt darin,
dass sie keinen tieferen Sinn besitzen. Die Dinge sind wirklich das, was sie scheinen. Es gibt nichts zu verstehen. Die Dinge haben keine Bedeutung. Sie sind vorhanden. Die Dinge selbst sind der einzige tiefere Sinn der Dinge. Die Dinge sind einfach da. Steine. Steine sind nichts anderes als Steine. Blumen sind nichts anderes als Blumen. Und Schmetterlinge sind nichts anderes als Schmetterlinge. Ein Stein ist nur ein Stein. Eine Blume ist nur eine Blume und ein Schmetterling ist nur ein Schmetterling. Zuweilen betrachte ich einen Stein. Ich liebe ihn, weil er eben ein Stein ist. Ich liebe ihn, weil er nicht fühlt. Schreiben Steine Verse? Denken Pflanzen über die Welt nach? Bin ich mehr als Stein oder Pflanze? Ich weiß es nicht. Vom Steine sage ich, es ist ein Stein. Von der Pflanze sage ich, es ist eine Pflanze. Und von mir sage ich, ich bin ich. Mehr sage ich nicht, was gäbe es weiter zu sagen? Wozu sollte man ein Klavier besitzen? Ich habe Vergil nie gelesen, weshalb sollte ich ihn noch lesen? Die ganze Wirklichkeit schaut mich an wie eine Sonnenblume. Ich wollte, mein Leben wäre ein Ochsenkarren. Ich brauchte dann nichts zu hoffen, ich brauchte nur Räder. Inneres Gefüge der Dinge, innerer Sinn des Weltalls. Leidende Arbeiter, leidende Arbeiterklasse, Kampf gegen Ungerechtigkeit, Kampf für Gerechtigkeit, Hunger, Armut, Vollbeschäftigung. Wie kann man nur dergleichen denken? Dies alles ist falsch, dies alles sagt gar nichts. Was kümmern die Menschen mich oder was sie leiden oder zu leiden glauben? Sie seien wie ich, dann leiden sie nicht mehr. Alles Böse der Welt rührt daher, dass wir uns umeinander kümmern. Gott sei gesegnet, dass ich kein guter Mensch bin. Ich besitze die natürliche Eigenliebe der Blumen und Flüsse. Mir genügt ein Mädchenlachen. Das Mondlicht auf dem Rasen, die Berge, die sonnige Landschaft, die Sonne, das Haus hier. Ich habe weder Ehrgeiz noch Wünsche. Manchmal möchte ich in meiner Fantasie ein Lämmlein sein. Oder eine ganze Herde, um über den ganzen Abhang auszuschwärmen. Ach, könnte mein Leben immer dies sein. Ohne zu lesen, ohne zu denken, ohne zu schlafen, das Leben durch mich hindurchfließen spüren. Wie einen Strom durch sein Bett und draußen ein großes Schweigen. Wie ein schlafender Gott. Aber der verliebte Hirte verliert seinen Hirtenstab. Und die Schafe verstreuen sich über den Hang. Vor lauter Grübeln spielt er nicht auf der Flöte, die er zum Spielen mitgebracht. Nie findet er seinen Hirtenstab wieder. Andere verwünschen ihn und sammeln seine Schafe ein. Lieben heißt denken. Denken. Denken, denken, denken. Aber ich will nicht denken. Meine Seele ist einfach und denkt nicht. Die einzige Wunsch ist nicht zu denken. Ich bin Hirte. Die Schafe sind meine Gedanken und meine Gedanken allesamt Sinnesempfindungen. Ich denke mit Augen und Ohren und Händen und Füßen und Nase und Mund. Ich bin die Natur. Ich bin Hirte. Ich bin Hirte aus Charakter. Ich bin Hirte aus Überzeugung. Ich bin Hirte aus Leidenschaft. Fernando Pessoa wäre auch gerne Hirte. Aber Fernando Pessoa
Fernando Pessoa ist gefühllos. Fernando Pessoa fühlt zwar die Dinge, aber er rührt sich nicht, nicht einmal innerlich. Fernando Pessoa ist zwar da, aber das ist dasselbe, als ob er nicht da wäre. Alberto! Alvaro! Ich habe Alberto Caeiro zufällig beim Spazierengehen im Ribatejo kennengelernt. Durch einen Cousin von mir, der Kaufmann war und... Und der mit einem Cousin von mir geschäftliche Kontakte unterhielt. Tja, und ich muss sagen, Alberto Caeiro hat vollkommen recht. Pessoa ist gefühllos. Pessoa kann nicht schreiben. Pessoa schreibt schlechtes Portugiesisch. Bei einem Pessoa-Stück schlafe ich schon nach 10 Minuten ein. Fernando Pessoa ist langweilig. Fernando Pessoa ist ein nach innen gewickeltes Garnknäuel. Alberto Caeiro hat eine angegriffene Gesundheit. Alberto Caeiro wird schwer krank. Alberto Caeiro muss sich zurückziehen. Alberto Caeiro muss sich aufs Landgut seiner alten Tante zurückziehen. Alberto Caeiro stirbt. An Tuberkulose. Fernando Pessoa ist Alkoholiker. Fernando Pessoa ist ein Taugenichts. Fernando Pessoa ist ein Einfallspinsel. Fernando Pessoa ist ein Idiot. Fernando Pessoa ist 8 Monate alt. Fernando Pessoa kann nicht einmal Auto fahren. Ich schon. Alvaro de Campos wird arbeitslos. Alvaro de Campos geht nach Indien. Alvaro de Campos geht nach Brasilien. Alvaro de Campos geht freiwillig. Freiwillig. Ins selbstgewählte Exil nach Brasilien. Küsse und mehr Küsse. Viele, viele Küsse. Viele Küsschen aller Größenordnung. Küsse, Küsschen, Riesenküsse, 1000 Küsse. Ein Viertelhundert von Tausenden von Küssen. Millionen Küsse. Unendlich viele Küsse. Einen einzigen langen Kuss, der so lange dauert, wie die Welt nicht bestehen muss. Alberto Caeiro starb, ohne dass ich bei ihm war. Mein Meister, mein allzu früh verstorbener Meister. Ich bin kein Dichter. Ich bin Astrologe. Ich bin Rosenkreuzer. Ich bin Freimaurer. Ich bin Magier. Und Kabbalist. Ich habe Visionen von Äther und Astralleibern. Auf meiner Visitenkarte steht Rafael Maldai, Astrologe in Lissabon.
Ich bin das Tier 666. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Ich bin ein Eingeweihter. Ich bin ein Berufener. Ich bin der Magier Abramel. Ich bin Mitglied des wahren okkulten Ordens. Ich bin Mitglied der großen weißen Bruderschaft. Ich bin Mitglied der hermetischen Bruderschaft des Lichts. Ich bin Mitglied des geheimen Ordens der goldenen Dämmerung. Ich bin Mitglied des Ordo Templi Orientis. Ich bin Mitglied der Fraternitas Rosicruciana Antiqua. Ich bin Mitglied des Ordens von Telema. Ich bin Mitglied des Ordens von Purpura. Ich bin Mitglied des Ordo Templi Baphometis. Ich bin Zelator, Practicus, Philosophus, Dominus Minimis, Adeptus Minor, Adeptus Major, Adeptus Exemptus, Magister Templi, Magus Ipsissimus. 10 ist gleich 1, 9 ist gleich 2, 8 ist gleich 3, 7 ist gleich 4, 6 ist gleich 5, 5 ist gleich 6, 4 ist gleich 7, 3 ist gleich 8, 2 ist gleich 9, 1 ist gleich 10, 0 ist gleich 0. Apopantos Kakodaimonos. Das Ritual des Rosenkreuzes, das Ritual des Rubinsteins, das Ritual des Saphirsteins, das Ritual des Pentagramms, das Ritual des Hexagramms, das Ritual des Saturn und das Ritual 671. Das Ritual umschließt die Aura mit einem Schutz gegen Einflüsse von außerhalb. Es wirkt wie ein Schleier. Das Ritual ist ein Schutz gegen psychische Invasion der Gedanken von anderen oder vor gestörter psychischer Kondition, wie sie an Plätzen, welche mit Furcht beladen sind oder wo schreckliche Dinge geschehen, bestehen mag. Zwölftes Haus, sechstes Haus. Fünftes Haus, elftes Haus. Zehntes Haus, viertes Haus. Drittes Haus, neuntes Haus. Mars, Venus, Merkur, Sonne, Mond, Jupiter, Pluto, Saturn, Uranus, Neptun. Die Aspekte der Planeten teilen sich ein in gute, schlechte und unsichere. Jeder kombinierte Aspekt besteht aus zwei Aspekten. Einem guten und einem schlechten. Der Aspekt an sich wird gut oder schlecht, je nachdem, welcher Bestandteil in dieser Kombination überwiegt. Es ist also leicht zu schließen, dass die Konjunktionen zwischen guten Planeten positiv sind und die zwischen schlechten Planeten negativ. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn es sich um Konjunktionen zwischen guten und schlechten Planeten handelt. Die Konjunktion des Mars mit Saturn ist eines der großen Probleme der seriösen Astrologie. Gut sind das Trigon, das Sextil, das Halbsextil und die 15-gradigen, 105-gradigen und 165-gradigen. Schlecht sind die Opposition, das Quadrat, das Halbquadrat, das Entsechstelquadrat und die Aspekte von 75 und 150 Grad. Quintil, Biquintil, Quinquens, Sextil, Sesquiquadrat, Sesquiquintil. Mars in Konjunktion mit Uranus, Überspannung des ganzen Nervensystems, Neigung zu geistigen Verwirrung und Halluzinationen,
starke Neigung zum Okkultismus, zur Hellseherei und anderen magischen Studien. Mond im Quadrat mit Venus. Finanzielle Krise, spirituelle Krise, große emotionale und sentimentale Turbulenzen, sexuelle Störungen und Depression. O Neuling, ich bin Eiras. Ich bin die geheime Schlange. Ich bin Bruder 12. O Neuling, ich bin dein Hierophant. Zazas, Zazas, Nasatanara, Zazas, Atzkoye. Gehe den Weg der Schlange, es gibt keinen Tod. Artiao Tebet Atebederset Ablata. O Neuling, du musst lernen, die Astralsphäre vollkommen zu beherrschen. Du musst lernen, die Autorität des Tieres anzuerkennen. Ich bin das Tier 666. Ich vollbringe das große Werk. Das göttliche Licht steigt auf mich herab. Abrahadabra. Ich enthülle den heiligen Gral. O Neuling, tu, was du willst. Vereinige dich mit dem Tier. O Neuling, vereinige dich mit dem Monster. Omfter, Vukula, Zeuda, Flogabictus Zarobi Buttata. Artiao Fibet Atelemerset Ablata. Mille. Alsunnof, va orsari, goholada ballata. Charlatan, transmagia. Comunano, tabito. Sora marano, olo kikle, qua piape, pia muel, at faua. Buchstab, Herr. Abrahadabra. Buchensüchtige. Omfta, vukula, zeuda. Florabitus, Zerobe, Butata. Perverser. Artiao, Hinderschwein. Satanist. Alsunnof, Raphael Baldaia verschwindet wieder. Raphael Baldaia verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Raphael Baldaia springt von einem hohen Fels in den Boccano Inferno. Von deinem, immer deinem, von deinem, ewig deinem, von deinem und ewig deinem, dein, immer dein, immer und innig dein,
Immer und allzeit dein. Immer und sehr dein. Immer, immer dein. Fernando. Rafael Baldaya war ein Ungeheuer an Schlechtigkeit. Rafael Baldaya war der verruchteste Mensch auf der Welt. Ich will mit Rafael Baldaya nichts zu tun haben. Ich habe Rafael Baldaya nie gekannt. Wer ist Rafael Baldaya? Ich bin kein Astrologe. Ich bin kein Esoteriker, kein Magier. Ich bin politischer Philosoph. Ich bin ein mystischer Nationalist. Meine wichtigsten Werke sind das Portugiesische Meer, das Portugiesische Reich, der portugiesische Königsmord, der Mythos von König Sebastian, die Wiederkehr der Könige unter besonderer Berücksichtigung des Mythos von König Sebastian, die Renaissance des Sebastianismus sowie Sebastianismus und Fado. Copyright in Portugal, Andorra und San Marino. Ich bin Antonio Mora. Datum und Ort meiner Geburt fallen mir nicht mehr ein. Ich bin Berater des Generals Ernesto Carmona. Ich bin ein portugiesischer Nationalheld. Ich sehe, aber ich weiß nicht, ob ich sehe. Sicher ist, dass ich rieche, dass mich ein Großer vom Fuß des Tejo ans Ufer ehren kann. Ich habe alles im Kopf, Vergangenheit und Zukunft. Und wer ein reifer Mann ist, der wird mir vollen Glauben schenken, denn ich prophezeie euch, ihr nachfolgenden Leute. Der König, der von euch gehen wird, wird euch wiederkehren, nach 30 langen Scheren. Und dieser Traum, den ich träumte, er ist wirklich wahr. Denn von der bedeckten Insel wird er euch kommen. Ich stecke die Aale in den Sohlenrand und blicke durch das Loch in die Knochen von Don Sebastian, in der Schlucht der Lügen. Denn wenn wir alle Hoffnung verloren haben, dann wird Portugal das Heil finden. In der Wiederkehr des Verhüllten, in der Wiederkehr des verborgenen Königs. Portugal, das seine Größe mit König Sebastian verloren hat, kann sie nur bei seiner Rückkehr wiedererlangen. Mit ihm ist die Größe des Vaterlands gestorben. Aber König Sebastian ist nicht tot. Er wurde auf wunderbare Weise gerettet und auf die glücklichen Inseln gebracht, wo er auf den Augenblick seiner Wiederkehr wartet. Er wird an einem Nebelmorgen auf seinem schimmelnden Fluss des Tejo hinaufreiten, um an das unterbrochene Schicksal Portugal anzuknüpfen. König Sebastian ist Portugal. Er trägt die kabbalistische Zahl des portugiesischen Vaterlandes. Und wenn er wiederkehrt, dann wird das Morgengrauen des Fünften Reiches anbrechen. Bisher gab es vier Reiche. Das erste Reich war das griechische Reich. Das zweite Reich war das römische Reich. Das dritte Reich war das christliche Reich. Und das vierte Reich war das englische Reich. Das fünfte Reich wird notwendigerweise all diese vier Reiche miteinander verschmelzen und das erste weltumspannende oder universale Weltreich darstellen. Das fünfte Reich
ist das portugiesische Reich. Das fünfte Reich ist das Reich der Kultur. Das fünfte Reich ist Portugal, wie wir es erhoffen. Das fünfte Reich ist Portugal, wie wir es erträumen. Das fünfte Reich ist Portugal, wie wir es erwarten. Das fünfte Reich ist untrennbar mit König Sebastian verbunden. Ich habe mit der ganzen Welt Frieden herstellen. Aber Friede kann doch nur herrschen, wenn alle die gleiche Sprache sprechen. Eine einzige Sprache. Die portugiesische Sprache. Portugiesisch muss Weltsprache sein. Bravo. Wir werden ein Kulturreich errichten. In Portugal wird die europäische Zivilisation über die ganze Welt verbreitet. Wenn Portugiesisch Weltsprache ist, dann wird eine bisher undenkbare, eine universale Brüderlichkeit entstehen. Es wird keine Arbeit, keine Kriege mehr geben. Es ist das Ende der babylonischen Sprachverwirrung. Bravo! Das portugiesische Volk war und ist grundsätzlich kosmopolitisch. Niemals war ein wirklicher Portugiese nur Portugies. Der war immer alles. Aber seitdem König Sebastian uns verlassen hat, haben wir aufgehört, in Portugal Individuen zu haben. Stattdessen haben wir nur noch Portugiesen. Damals war es, dass der Portugiese als altportugiesisch begann, was moderner als portugiesisch ist. Und das Resultat war, dass der Portugiese unterbrochen wurde. Es gibt ja keine Portugiesen mehr. Und seitdem befinden wir uns in einer Krise. Einer geistig-spirituellen Krise. Einer nationalen Krise, einer sprachlichen Krise, einer intellektuellen Krise. Portugal möge sich seiner selbst bewusst werden. Es weise alle fremdländischen Elemente zurück. Es überlasse sich ganz seiner eigenen Seele. Wir wollen keine Fremden. In unserem patriotischen Gefühl darf doch kein Element existieren, das nicht uns gehört. Bravo! Bereiten Sie als das Fremde aus. Im Namen von König Sebastian müssen wir eine Kraft abbilden. Wie oder was aber könnte diese Kraft sein? Es muss eine Kraft sein mit einem traditionellen, sozialen Charakter, die nicht zufällig und desintegrierend ist. Und an diese Kraft müssen wir appellieren, klar und entschlossen appellieren. Es gibt nur eine Kraft mit diesem Charakter. Und das ist die bewaffnete Macht. Es gibt nur einen Weg zur Rettung und Wiedergeburt des Vaterlandes. Und das ist die Militärdiktatur. Bravo! Im Namen von König Sebastian, im Namen von Don Enrico Alfonso. Alfonso der Dritte. Der Mann ist verrückt. Alfonso der Vierte. König Dinis der Erste. König Juan der Zweite. Dr. Gama. Und Duarte, König von Portugal. Dr. Gama. Don Fernando, Infant von Portugal. Königin Felipe de Lecastre. König Juan der Zweite. König Juan der Vierte. König Peter. Alfonso de Albuquerque. Verkünde ich das fünfte Reich. Ich verkünde die nahe Zukunft das fünfte Reich. Ich verkünde das Kommen einer perfekten mathematischen Humanität. Ich verkünde Ihr Werk in laut Rufen. Liefern Sie ich Mann verkünde weiteres in laut Rufen. Das verkünde ich vom Gipfel in die Mündung des Tejo. Mit Blick zum Atlantik, mit hochgehobenen Armen und abstrakte Unendlichkeit grüßen. Portugal! Dies ist die erste Doktrin des Interregnums, die erste Rechtfertigung der Militärdiktatur. Dies ist die zweite Doktrin des Interregnums, die zweite Rechtfertigung der Militärdiktatur. Dies ist die dritte Doktrin des Interregnums, die dritte und letzte Rechtfertigung der Militärdiktatur. Portugal! Portugalisiert eure Schuhe! Portugal! Antonio Mora wurde in die psychiatrische Klinik von Cascais eingeliefert. Die Diagnose lautete
Paranoika mit häufig auftretenden Psychoneurosen. Antonio Mora verbringt den Rest seines Lebens in der psychiatrischen Klinik von Kaschkaisch. Ist Schokolade, kleines Mädchen? Ist Schokolade. Es gibt keine andere Metaphysik auf der Welt als Schokolade. Iss nur schmutzige kleine Iss. Iss Schokolade. Nimm kein Gramm ab. Iss nur mein Babylein Iss. Babys gehören auf den Schoß. Babys tragen immer rosa Unterwäsche. Ich bin nicht Antonio Mora. Ich bin kein Portugiese mehr. Ich werde nie wieder auf Portugiesisch schreiben. Ich bin Südafrikaner. Ich bin ein in Südafrika lebender Engländer. Ich bin Alexander Search. Ich schreibe nur noch auf Englisch. The happy sun is shining. The fields are green and gay. But my poor heart is pining for something far away. It's pining just for you. It's pining for thy kiss. It does not matter if you're true to this. What matters is just you. Ich bin Chancel. Ich bin Chancel de Lurie. Ich schreibe in der Tradition der Écriture Automatique. Ich schreibe nur noch Französisch. Je vous ai trouvé. Je vous ai retrouvé. Car je vous avais revu depuis tant de jours. Et je vous ai aimé. Oh, je vous ai aimé. Et je vous aimerai toujours. Chancel hat auch ein Buch geschrieben über Zuhälterei und Exhibitionismus. Ich schlafe mit 4 Frauen gleichzeitig. Ich bin Geschäftsführer der Versicherungsgesellschaft Übermännliche Geilheit. Der Inzest sollte obligatorisch sein. Man sollte alle Schwänze vermessen. Dichtung ist Masturbation. Dichtung ist Päderastie. Dichtung ist Onanie. Dichtung ist Onanie. Ich bin Arzt. Ich bin Ricardo Reich. Aber ich übe meine Profession nicht aus. Mein Linksbuch sind Horaz, Satire. Ich schreibe nur noch auf Latein. Ceres, Pluto, Jupiter, Saturn, Adonis, Bacchus, Dionysos, Julius, Caesar, Augustus, Tiberius, Apollo, Antigone, Agamemnon, Pantheon, Akropolis. Ich bin Frederico Reich. Ich bin Kritiker. Ich bin der Cousin des berühmten Ricardo. Ich muss die Werke meines Cousins kritisieren. Darüber hinaus muss ich die Werke von Alvaro de Campos kritisieren. Und auch die von Alberto Caiero. Ricardo Reich ist ein trauriger,
Epikureer. Alvaro di Campos ist ein Phrasendrescher. Alberto Carrero ist primitiv. Intellektuell völlig überschätzt. Was Fernando Pessoa betrifft, möchte ich doch gerne darauf... Ich bin Abilio Quaresma. Dr. Abilio Quaresma. Ich bin der Autor von Kriminalgeschichten, deren Protagonist ich selber bin. Ich bin ein Detektivphilosoph. Und die berühmtesten Fälle sind der Fall Auguste Dupin, der Fall Nero Wolf und der Mord im dritten Stock. Ich löse meine Fälle aus der Entfernung, da ich der Meinung bin, dass mich die direkte Beobachtung der Wirklichkeit dabei behindert. Ich habe den Fall gelöst. Ich habe den Fall vollumfänglich gelöst. Ich weiß, wer den Brief gestohlen hat, wie er gestohlen wurde und was sein Inhalt war. Ich bin Carlos Otto! Ich bin Sporttheoretiker. Ich bin Experte. Ich habe eine neue Methode erfunden. Eine neue Methode. Ja, ich bin der Erfinder einer neuen Methode des Freistilringens. Oh, Sport! Freistilringen, Methode Otto. Erstens einfache Griffe, zweitens zusammengestellte Griffe, drittens Angriff und Verteidigung. Bitte, Fräulein Kerosch, hierher. Es gibt drei Arten von Beingriffen, die ich hier gerne demonstrieren möchte. Erstens das Bein stellen, sozusagen einen Schlag gegen das Bein, um den Gegner zum Umfallen zu bringen. Zweitens gefangen nehmen, sozusagen im unteren Bereich, um aus einem Impuls aus den Armen heraus den Gegner zu Boden fallen zu lassen. Drittens das fixe Bein stellen. Sozusagen ein Gemisch aus unterm Gefangennehmen und eigentlichem Beinstellen. In der Weise, dass das Bein fixiert wird, einen Haken bildend, um dem Schub der Arme Vorschub zu leisten. Im unteren Gefangennehmen gibt es diese Hilfe nicht, weil das Bein fixiert ist. Und im eigentlichen Beinstellen wird der Gegner zu Boden geworfen mit Hilfe der Beine und nicht der Arme. Jeder Griff hat das Ziel, den Gegner anzugreifen, zu demütigen und zu verletzen. Ich bin Thomas Müller. Ich bin Al Crosby. Ich bin A.A. Crosby. Ich löse ausschließlich die Kreuzworträtsel der Times. Mit Fernando Pessoa verbindet mich eine innige Freundschaft. Wenn ich einen Preis gewonnen hätte, ich hätte ihm das Geld geschenkt, damit er mit Ophelia hätte einen Hausstand gründen können. Vier senkrecht römischer Kaiser mit vier Buchstaben. Cäsar. 17 waagerecht, ägyptischer Sonnengott mit zwei Buchstaben. Rom. 13 senkrecht, spanischer Fluss mit 13 Buchstaben. Teso. Das ergibt die Hauptstadt von Portugal. Leider habe ich diesen Preis nie gewonnen. Ich bin Luis Antonio Conde. Ich bin mit 20 Jahren gestorben. Mein letzter Gedanke war, verdammt, sei Natur, Mensch und Gott. Ich bin Charles Robert Annan. Ich bin ein manischer Zweifler. Ich habe Angst, verrückt zu werden. Ich bin Dr. Faustino Antunes. Ich bin Psychiater. Ich habe Charles Robert Annan geheilt. Ich behandle auch Fernando Pessoa. Fernando Pessoa hat versucht, vor einigen Monaten Selbstmord zu begehen. Jedenfalls hat er das Land aus seiner alten Tante in die Luft gejagt, in dem es sich befand. Wobei mehrere andere Personen starben. Fernando Pessoa hat überlebt. Ich
alt. Ich bin Dr. Antonio Moreira. Ich bin auch Psychiater und Psychoanalytiker. Ich habe Fernando Pessoa geheilt. Ich bin Torquato Fonseca da Cunarei. Ich bin Monarchist. Ich bin reaktionärer Monarchist. Ich bin Republikaner. Ich bin revolutionärer Republikaner. Ich bin Reverend Walter Wyatt, Baptistenprediger. Ich bin sein Bruder, Frederick Wyatt, Revolverheld. Ich bin sein Cousin, Alfred Wyatt, Hilfsschein. Ich bin Brasilianer. Ich bin Japan. Ich bin japanischer Professor. Ich bin japanischer Philosophieprofessor. Ich bin Magdalena. Ich bin Cecilia. Ich bin Maria José. Ich bin Gertrud. Ich bin Margarita. Ich bin Chloe. Ich bin Nympha Negra. Ich bin ein leichtes Mädchen. Ich bin Ferdinand Samuel. Ich bin Antonio Gomez, Vincente Guedes, Gervasio Guedes, Miguel Otto, Fernando Joales, Schier Henning, Piero Botello, F.B.D. Pascha, Antonio de Siabra, Denise Hasela, Coelho Pacheco, Claude Pasteur, Julian Gravero, Dr. Calolio, Dr. Pancrazio, Morris und Theodor, Diabo Azul, Calliao, Pequeno, Adolf Mosca, Marvin Kisch, Gabriel Keane, David Möhrig, Lukas Möhrig, Pantaleao, Navastagus, Ibis Vaduí. Wäre ich doch eine Haremsdame gewesen. Ein elendes, verwerfliches Individuum namens Fernando Pessoa, mein besonders lieber Freund, hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass es Ihnen verboten ist, weiter an ihn zu denken. Alle Liebesbriefe sind lächerlich. Bis bald. Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim o castigo,
Naut keru. Eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se eu soubesse que morrendo tu me viste chorar por uma lágrima, por uma lágrima tua. Que alegria me deixaria matar. Desespero, tenho por meu desespero. Dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se eu soubesse que morrendo tu me viste chorar por uma lágrima tu. Rotwein oder Weißwein, es ist das Gleiche. Es ist zum Kotzen. Ganz und gar möglich zu existieren. Ich habe niemals existiert. Niemals existiert haben. Ich bin nichts. Fernando Pessoa. Alles ist,
Okkult. Desespero tenho por meu desespero dentro de mim o castigo não te quero eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se eu soubesse que morrendo tu me viste chorar por uma lágrima. Por uma lágrima tua, que alegria me dois rematar.